Hallöchen YouTube und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Bed Wars auf meinem Kanal. Und heute werden wir mal eine Runde Village mit einem Alex im Team spielen. Und es gibt viele neue Sachen. Zum allerersten, vielleicht habt ihr es schon mitbekommen, vielleicht auch nicht. Ich habe Premium Plus auf diesem Server und wie ihr jetzt im Chat sehen könnt, bin ich als Nixi-genickt. Was heißt das für meinen Kanal? Vielleicht werden jetzt vielleicht eher oder mehr Aufnahmen kommen, weil halt dieses Targeting wirklich vieles kaputt ging. Ich möchte das jetzt nicht alles auf das Targeting schieben, meistens bin ich auch einfach nur scheiße, aber es ist halt schon so ein kleiner Faktor. Ich sage auch nicht, dass jeder targetet oder so, aber wie gesagt. Zu meiner Friend ist, werde ich auch nochmal was gleich ansprechen, aber eher am Schluss. Also, wenn das interessiert, bleibt einfach dran. Ich hatte noch anzusprechen. Okay, gib mir halt Instant Double Hit. Ich hatte noch anzusprechen, dass ich jetzt in jeder Folge eine bestimmte Sache machen möchte, die oft nachgefragt wird. Und zwar wird unter jedem Video, wirklich jedem Video, gefragt, welches Texture Pack ich benutze. Dass es noch nicht unter einem Real-Life-Video stand, ist eigentlich alles. Und jetzt habe ich mir überlegt, bevor ich das immer wieder beantworten muss, zeige ich es einmal. Ich spiele gerade mit dem Willow Ranger Red Edit und das mache ich jetzt in jedem Video. So, unser Alex hätte natürlich nichts mitbekommen, wenn wir nicht da gewesen wären, aber ist ja nicht schlimm. Ich meine, Bett tut er ja auch nicht einbauen, was Alex eigentlich sonst immer machen. Kommen zum nächsten Thema und zwar, Friendlist habe ich gesagt, spreche ich später nochmal an, werde ich dann jetzt machen, weil gerade einfach nicht so viel los ist. Und zwar habe ich mir überlegt, da immer viele meine Friendlist wollen, habe ich damals schon gesagt, ja, so langsam wird's echt eng. Musste die Friendlist schon einmal, clearen. So dass ich, alle Friends gelöscht habe. Darunter waren auch Mods, Supporter und so weiter und so fort. Manche habe ich jetzt wieder in der Friendlist, manche nicht. Ich habe halt so langsam bemerkt, dass es keine wirkliche Friendlist in dem Sinne mehr ist, sondern eine Abo-List, sag ich mal. Und ja, sowas finde ich eigentlich schon schade, weil Freunde oder Clan-Member kamen gar nicht mehr in meine Friendlist rein, weil ich gar keinen Bock hatte, irgendwen zu removen. Nachher ist er traurig in den Kommentaren oder so und ich kann das einfach nicht haben. Und jetzt habe ich mir gedacht, okay, einfach mal von Grund auf einmal ein Machtwort sprechen, sage ich mal, und zwar sagen, Friendlist ist ab jetzt privat. Dort wird keiner mehr reinkommen, der nichts mit mir oder dem Clan zu tun hat. Und ja, das wird jetzt auch erstmal so bleiben. Außer ich mache mal so Community-Events oder so, da sind dann schon noch Möglichkeiten, dass ihr bei mir reinrutscht in die Friendlist, so mit Glück, sage ich mal. Und das soll jetzt keineswegs abgehoben sein oder so, dass ich keinen mehr in die Friendlist lasse. Es ist einfach nur wirklich sehr schwer, da alle reinzukriegen, vor allem bei 4000 Abos. Da kann ich größere YouTuber schon sehr gut verstehen. Damals war das alles noch kein Problem. Da war die Friendlist unbegrenzt. Da konnte man 5000 Freunde haben und da hat der Server nichts gesagt. Jetzt ist es auf 500 begrenzt. Und das ist halt schon ein Problem. I don't know if you see me the way I see you. But you held my neck and you said some shit, so I've been holding. So, und wo war ich jetzt stehen geblieben? Ich habe jetzt einmal kurz den Faden verloren. Ist aber egal. Auf jeden Fall, Friendlist ist ab jetzt privat. Da wird man halt erstmal so nicht mehr reinkommen. Aber ist halt einfach nicht zu ändern, weil ich halt auch einfach wirklich Friends in der FL haben möchte. Und nicht nur Abonnenten, weil
wie gesagt, es war wirklich so, dass ich keine wirklichen Friends mehr da reinpacken konnte, weil die Friendlist einfach voll mit Abonnenten war. Und ich musste immer zu Freunden sagen, ja, sorry, aber meine Freundesliste ist voll. Selbst zu Real-Life-Freunden musste ich sagen, ja, warte, ich muss gucken, bis der nächste irgendwie wirklich sehr inaktiv ist und ich den removen kann, sonst, ne, ist halt schon scheiße. Und das möchte ich halt einfach nicht. Ich möchte einfach eine private Friendlist haben. Der zweite auch. Ten Hard natürlich. Nein, Spaß. Und dann geht's auf zu Blau. So, wir hatten hier euer Bett eingebaut mit Kisten. Ihr seid aber Spaßvögel. So, Spammer down. Die werden jetzt zwar auch Gold haben, aber da sie selber das Spam gehasst haben, denke ich mal nicht, dass sie jetzt so abgrundtief spammen werden. Und so niveaulos. Ah, schade. Dass man sich zum Base-Deffen nur einen Bogen macht, finde ich ja gut, aber man muss ja nicht quer über die ganze Map schießen. Ich meine, die haben ja von da nach da gespammt selbst. Aber naja, gut. Machen wir noch schnell einen Anti-Spawn-Trap. Jetzt können wir ganz chillig, ja, gut, unser Mate. Der weiß auf jeden Fall, wie man spammt. Ja, eindeutig. Da kassieren wir mal eben schnell No-Knock. Nein, oh mein Gott, als ob. Dafür brauchen die jetzt erstmal ein bisschen. Genauso wie ich für das Bett. So. Damit wären wir dann noch fertig. Und ja. Sie schreiben No GG und Bad Game. Natürlich. Was soll man denn alleine mit einem Alex im Team machen? Außer einen Trap bauen. Danke. Und ja. Ansonsten habe ich nichts mehr zu sagen, außer danke nochmal ans Commandy.net-Team und Klaus insbesondere, der das Ganze managt. Und ja, danke auch an euch, denn ohne euch würde ich nicht so weit kommen. Und ansonsten würde ich sagen, bis zum nächsten Mal und tschö, mit Ö.